Okay. Sollte machbar sein, oder? Hallo. Ich werde dich irgendwann nicht mehr bedienen. Oh, sie plaudert mit mir. Hi, ich hoffe, es ist dir recht, wenn ich das sage. Die Arbeit, die du hier leistest, ist ganz ehrlich inspirierend. Es liegt noch viel Arbeit vor mir, denke ich. Ach, auf jeden Fall. Aber sich vorzustellen, wie die Arbeit sich entwickeln könnte, macht am meisten Spaß, nicht wahr? Ich bin Finley. Ich mache Musik. Nicht wegen Geld, es sei denn, das Patreon-Abo meiner Mutter zählt. Du hättest bestimmt nicht viele Künstler in Katzquietschhausen erwartet. Viele Kreative sind ihrer Arbeit wegen hergezogen. Catchet ist chillig. Bestimmt würden sie es lieben. Wir Künstler können dich mit Juwelen versorgen. Die Handwerker von Gruff Deko berechnen Juwelen für die meisten ihrer Möbel. Wenn du also dein Café einrichten möchtest, mache Werbung bei Künstler und besorge dir Juwelen, okay? Hast du auch Kaffee? Wenn nicht, vergiss nicht, die Kaffeemaschine bei Gruffs zu kaufen, nachdem du das Rezept gekauft hast. Ich arbeite hier sehr gerne an meinen Sachen. Und ich hoffe, dass ich dich auch ein bisschen besser kennenlernen kann, wenn das cool für dich ist. Das ist cool und dito. Dann bis zum nächsten Mal. Okay, wir haben jetzt Finley kennengelernt. Natürlich ist es wichtig, ein wunderbares Katzencafé einzurichten, aber auch Freunde auf dem Weg zu finden gehört dazu. Stammgäste sind farbenfrohe Stadtbewohner, die dein Café wiederholt besuchen. Bei wiederholten Besuchen wird ihre Begeisterung ihre Freundschaftsbalken füllen. Jedes Mal, wenn sich dieser voll auffüllt, steigst dein Freundschaftslevel auf. Bestimmte Schrein-Upgrades sind auch gesperrt, bis du mit einem deiner Stammgäste ein bestimmtes Freundschaftslevel erreicht hast. Stammgäste kommen oft alleine zu Besuch, aber wenn du eine bestimmte Person treffen möchtest, nutze die Telefonzelle außerhalb deines Cafés, um sie anzurufen. Liebes Lavisinchen, schlaf gut, süße Träume dir und morgen startet auch für dich das Wochenende. So. Kaffee haben wir leider nicht, also muss sie jetzt hier... muss sie erstmal Wasser bekommen. Wir müssen ja aber erstmal ein bisschen was verdienen, bevor wir uns was kaufen können, ne? Zack. Er möchte wieder Wasser, er kriegt Wasser, kein Problem. So. Oh. Okay, warte mal. Wir müssen da gerade mal ein Malheur wegmachen. Ah, komm mal her hier. Gucci, Gucci, Gucci. Warum kann ich das nicht wegmachen? Ah, jetzt. Okay. Hallo. Nein, ich habe leider immer noch keinen Kaffee. Tut mir leid. Aber ich kann den Kaffee Wasser anbieten. Okay, 7 Herzen dazu. Dieses gedrückt halten dauert auch ein bisschen ewig, ne? Okay, sie will schwierende Brezeln, die ich nicht habe. Aber sie kann Wasser bekommen. Momentan gibt es hier nur Wasser. Wir müssen einkaufen gehen, aber wir haben kein Geld. Zack. 3 Herzen, das ist nicht viel. Oh, was ist hier los? Geputzt haben wir. Ein Vagabund möchte Wasser. Warte, warte, warte. Okay, du kriegst ein Wasser. Mau. Was ist denn hier los? Ja, es wird hier Schlag auf Schlag. Ich brauche eine Bedienung. Aha, aha. Ah. Sie sieht nicht so glücklich aus, dass sie nur Wasser. Jetzt ist sie glücklich. Guck mal, er lässt gleich 7 Herzen da. Sehr gut. Oh, sie schon wieder. Ach, sie kriegt immer noch keinen Kaffee. Wir müssen unbedingt Kaffeemaschine, Kaffee und so weiter. Rezept hast du nicht gesehen. Das artet in Arbeit aus.
Rosenstrauch. Okay, warte. Tschüss. Ich will mal ganz kurz in die Stadt. Markt. Brezelrezept kostet 50 Nektar. Das machen wir mal. Italienisches... Nee, was wollten die immer? Schwarzen Kaffee, ne? Wollten die immer, ne? Und schwarzen Kaffee. Und wo kriege ich die Kaffee? Wo war das mit den zurück zum Stadtplan? Hier. Kaffeemaschine, 65, okay. Eine miese Toilette haben wir nicht. Zurück zum Stadtplan. Zurück zum Kaffee. Und jetzt müssen wir einmal hier dekorieren. Jetzt haben wir da eine Kaffeemaschine. Und jetzt können wir morgen tatsächlich schon... Warte mal. Für was brauchten wir nochmal? Warte mal, zurück. Designmodus verlassen. Was brauchten wir nochmal für... Das Brot. Okay, das haben wir so. Ich glaube, ich habe irgendeine Maschine, die ich brauche. Okay, der Künstler war nicht so begeistert. Nur der Vagabund war begeistert. War klar, aber wir müssen ja, ne? Wir müssen ja schließen. So. Wollen wir nochmal kicken, ob wir das hinkriegen, dass wir jetzt hier mal... Hey, plaudern. Ja. Hallo Andrina, ich dachte, ich schau mal vorbei, um zu sehen, wie es dir geht. Wie geht's dir so? Es ist harte Arbeit, aber ich will Oma stolz machen. Es war ein Traum, den Katzen zu helfen. Gut, danke für deiner Hilfe. So. Damit wirst du deine alte Dame übertreffen, Andrina. Sie ist bestimmt stolzer, als du dir vorstellen kannst. Also, ich habe mit einigen meiner Fischerfreunde gesprochen. Sie würden gerne mal Catchet besuchen, Andrina. Fischer sind so wie ich selbst unkomplizierte Leute, die manchmal lieber mit Fisch bezahlen. Schau mich nicht so an, es ist eine städtische Tradition. Carla Lala vom Futternapf könnte alle Fische gebrauchen, die ihre hexigen Hände packen können. Verkauf ihre besten Katzenwaren nur gegen Fisch. Also, wenn du also deine Katzen verwöhnen oder Köder kaufen möchtest, um neue Streuner anzulocken, solltest du vielleicht mit Fischer Werbung machen und ein paar Fische fangen. Widerspruch. Bringe wem bei, sich mit einem Fischer anzufreunden und er wird ein Leben lang Fisch haben. Okay. Wir haben Boomer besser kennengelernt. Und der will jetzt... Natürlich will der Tee! Ich habe aber nur Kaffee. Ah, vielleicht ist er ja damit auch zufrieden. Oh, der schmeißt ja eine Bananenschale rein, dein Ernst? So, sie möchte eine Brezen. Die haben wir. Komm schon. Jawolla, sie ist zufrieden. Sie möchte... Oh, sie ist zufrieden, juhu. Und hat 8 Herzen dagelassen. Das heißt, wir können bald jemanden einstellen. Zack. Er möchte Wasser. Oh, wer bist du denn? Natürlich möchtest du. Du kriegst aber stattdessen Wasser.
So. Damit war er wohl nicht einverstanden. Ich müsste Tee besorgen, auch das noch. Oh, Kutschi Kutschi. Aha, 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 aha. Das artet in Arbeit aus. Okay. Projekt fertig. Mitarbeiter einstellen. Belohnung. Schalte das schwarze Brett frei. Füge ein Mitarbeiter-Limit-Platz hinzu. Neues Projekt wählen. Ich würde gerne. Amerikanische Diner-Möbel. Habe einen Stammgast mit... Teestubenmöbel. Ich würde gerne eine Shakes und mehr. Katzenspannung. Ich würde gerne, kann ich nicht, ne? Diese Katzenmehrprojekt wirklich starten? Abbrechen. Katzenklo. Ja, will ich haben. Okay, Katzenklos sind gut. Hi. Hi. Man da mal daneben stehen muss, ne? Du willst eine Brezeln. Du kriegst eine Brezeln. Du kriegst eine Brezeln, Christa. So. Wir müssten jetzt eigentlich mal einen Anschlag im schwarze Brett machen, ne? War das hier? Wo war denn das schwarze Brett? Da. Suche nach Arbeit. Kochen Service. Steve. Was ist los, Daddy-O? Lass mich nur meinen heißen Ofen parken und wir können mit den Grooven loslegen. Eigenschaften mit Pompadour-Haarschnitt geboren, wird das zeitlich in einer Lederjacke segnen. Plus 2 auf alle Fertigkeiten, wenn mindestens 4 deiner Möbel im Café sind. Amors. Kochen, kochen, aber ich brauche Service. Hier, Zoe. Hat eine vage, aber starke Vorliebe für die Farbe Braun. Plus 2 auf alle Fertigkeiten, wenn mindestens 4 Barmöbel, Kaffee und so weiter und so fort. Kochen 1, Service 2. Einstellen. So. Weiter. Zack. Zurück zum Kaffee. So. Dann kann die jetzt nämlich da mal ein bisschen schuften, die Gutste. Mau, was ist hier? Wie mache ich das denn mit Brianna? Muss ich die streicheln oder was? Okay, wir haben noch nicht alle glücklich. Gilio, schlaf gut. Ich mach's noch ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen noch. Einfache Schulteppiche. Und. Warte mal, zurück zum Stadtplan. Hier müssen wir mal hin. Schwarzes Tee-Rezept. Oh, es wird langsam eng, ne? Teeblätter. Teeblätter können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Kosten 30. Okay. Wir müssen ein bisschen Geld verdienen jetzt hier. Was ist los? Tada!
Ta. Dienst du ihn hier nicht? Hi, hello! Ein mysteriöser Fremdling dringt in Katzquietschhausen ein. Sammelt die streunenden Katzen der Stadt unter einem Dach. Mit welchem Antrieb? Hexerei? Wahnsinn! Geschäftssinn? Motiviert vom plötzlichen Drang, dieses Gespräch zu beenden. Motiviert von meiner Oma, vermute ich. Ah, sind wir das nicht alle irgendwie? Siri, bitte notiere das in der Liste ziemlich cooles Zeugs, das ich gesagt habe, aber nicht ganz verstanden habe. Danke, Babe. Nachdem du die Stadt verlassen hattest, hattest du erwartet, nie wieder jemanden mit seinem Telefonassistenten sprechen zu sehen. Nun gibt es wohl immer diesen einen Typen irgendwo. Nenn mich Matteo, Kumpelino. Ich muss Geschäftsmensch sein. Weißt du, ich bin selbst so etwas wie ein Geschäftsmensch. Geschäftsleute wollen nur etwas Dampf von ihren sehr wichtigen Hochdruckjobs ablassen und geben auch gerne wertvolles Gold aus. Deluxe-Möbel könnte nur mit Gold gekauft werden, versteht sich von selbst. Wenn du das gute Zeug willst, mache am besten Werbung bei Geschäftsleute. Siri, bitte füge Cat-Chat zu Hey nicht übel Liste hinzu. Oh, und füge Cat-Chat zu Hey Katzen hinzu. Danke, Schatzi. Ich werde auf jeden Fall später wieder vorbeischauen, Kumpelino. Nun zurück zur Arbeit mit dir. Tschüssi. Okay, das wollte ich auch schon immer nicht haben. Okay, also die Gespräche muss ich tatsächlich selber führen, aber sie bedient ja recht gut, ne? Also zumindest sieht er sehr zufrieden aus. Sie will eine Brezen. Sie bezahlt doch mit Nektar, oder? Oh, die Katze möchte bespielt werden. Warte mal, komm mal her. Oh, die geht da bespielt werden. Okay. Hi. Bleib produktiv, Andrina. Mache ich. Tschüss. Bye. Also sie arbeitet definitiv schneller als ich, ne? Also muss man ja mal so sagen. Also wir können jetzt hier Werbung für alles Mögliche machen. Fünf. Oh, sie hat bezahlt. Warte. Dann können wir doch jetzt hier Teeblätter kaufen, ne? Zack. Das ist ganz schön teuer, der Kram, muss man jetzt mal so sagen, ne? Ja, ja. Zurück zum Stadtplan. Das ist ganz schön teuer hier. Ab wann ist die denn so weit, dass sie höher gelevelt wird? Aha, aha, aha. Oh. Ha? Ich muss mal gucken, wo war das hier? Bauen. Einfaches Fenster. Nee. Haustierbedarf. Dosenfutter für Streunerköder und einen kleinen Futternapf. So. Zurück. Ich will diese Steine, den kann ich noch gar nicht, ne? Warte mal. Dein Modus verlangen. Scheint da ein bisschen festzuhängen, oder?
Also es ist schon, es ist sehr durcheinander, würde ich jetzt mal so sagen. Aber was ist mit Zoe? Kann trainieren. Da. Trainieren. Okay, sie ist auf Level 2. Ich kann selber auch trainieren, ne? Trainieren, da. Ich trainiere mich ziemlich gleichmäßig hoch, würde ich jetzt mal so sagen. Lieber Philipp, vielen Dank fürs Reinschauen, fürs Durchhalten. Und überhaupt für alles heute. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Okay, wir sind hier mit einigen echt... Die Zufriedenheit bei 25%. Katzen insgesamt, Hunger, schwarzer Kaffee, Kochfertigkeit. Oh je, oh je, oh je, oh je. Die Vagabunden sind zufrieden. Katzen insgesamt. Die haben nicht genug Katzen quasi, ne? Okay. Ich kann jetzt hier fürs Aufräumen quasi Geld bekommen. Schritt 1, Streunerköder kaufen. Oh Gott. Für immer Heime. Da will ich jetzt gar nicht hin. Ich will erstmal gerade ausdenken. Okay, der will mit mir reden. Da draußen ist aber auch noch eine Katze. Hey. Hey, Neuling. Du machst gerade, was die Leute mit mir machen, wenn sie quatschen wollen. Wobei sie den Mund aufmachen und Worte zu mir herausfallen. Das Ding, ich bin Avel. Mach dir nicht die Mühe, dich vorzustellen, okay? Du bist bestimmt sowieso bald wieder weg. Schön, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Göttchen, tut das ganze Lächeln nicht weh? Du würdest keinen guten Punk abgeben. Genau, ich bin ein Punk. Kenne auch noch ein paar andere Punks. Wir sind ganz schön cool. Ich und meine Punk-Freunde, wir haben wenig Geld. Aber wir graben jede Menge deftige Materialien zusammen. Auf dich habe ich gewartet, mein Freund. Und wenn du dieses Loch erweitern möchtest, wirst du einige Materialien brauchen. Zumindest würde ich das sagen, wenn ich mir danach wäre. Hilfreicher aber etwas nervige Ratschläge zu geben. Du bist nicht übel. Du kannst ein andermal weiter Wörter auf mich herabfallen lassen, wenn du magst. Auf dich habe ich gewartet. So, jetzt Werbung machen. Und zwar hier. Bestätigen. Oh, kein Tee da. Ah, Kutschi Kutschi. Ja, ja, aha, ja. Putz da mal, Lady. So, wir brauchen unbedingt Katzenklo. Wir brauchen unbedingt. Nichts geht über ein großes, fettiges Frühstück, oder? Einige streunende Katzen sind auf Futtersuche. Oh. Vertrauen gewinnen. Oh. Wähle aus, welchen Streuner du streicheln möchtest. Wir fangen vorne an, ne?
Okay, das ist Nico. Level 1. Er ist eine Partykatze. Na, herzlichen Glückwunsch. Okay, jedes Mal, wenn die jetzt kommen, muss ich einen von denen streicheln. Auch das noch. Du kannst hier, du hast hier alles im Griff, ne? Hexe Baba Yaga ist auch schon wieder da. Brezeln haben wir noch. Müssen noch mal in die Stadt einkaufen gehen, ne? Das brauchen wir. Und dann können wir uns wieder nichts mehr leisten. Ist doch zum Mäusemelken. Kräutertee erfordert Kräuter. Ja, herzlichen Glückwunsch. So schlau waren wir auch. Wir brauchen unbedingt Katzenklos. Also das Prinzip ist, glaube ich, ziemlich leicht erklärbar. Die kommen, bezahlen mit unterschiedlichen Sachen. Wir kaufen Dinge dafür, machen das Café schick. Ich glaube, sehr, sehr einfach erklärt. Wir können die Katzen leveln, wenn sie irgendwann soweit sind. Wir können unsere Mitarbeiter leveln und trainieren. Komm mal her hier. Dass sie die ganze Zeit da mit so einem Tablett rumläuft, weiß ich auch nicht. Gefällt mir nicht so ganz so gut, aber was soll's. Unsere Katze kann trainiert werden, sehr schön. Und zwar zeigt, wie gut die Katze das Katzenbedürfnis der Kundentyps erfüllt. Die lassen wir mal bei den Hexen, ne? Machen wir bei den Hexen, so. Siehste. Wisst ihr, was haben wir ja wieder bekommen, ne? Warte mal. Hier. Teeblätter bräuchten wir, ne? Die Kräuter. Demnächst brauchen wir dann auch noch wieder Teeblätter. Aber das können wir uns noch nicht leisten. Ach Gott, nee. So, einen Tag machen wir noch. Es sieht nicht ganz so schlimm aus. Avel war nicht zufrieden, weil er keinen Kräutertee gekriegt hat. Aber was soll's. Und dann müssen wir mal zusehen, dass wir neue Stühle und sowas kriegen. Aber auch das kostet natürlich wieder. Habe ich nicht einen Aushang gemacht, dass ich hier die Dinge haben möchte? Sehr gut. Die Materialien haben möchte. Warte mal. Wie war das mit dem Baumodus? Da bauen. Ach, reicht nicht. Okay. Hi. Hi. Oh, yeah. Ja, siehst du? Komm, bezahl. Mit Stoff möchte ich aber nicht. Ich möchte, dass die Punks kommen. Streunende Katzen, sehr schön. So. Ich würde schon ganz gerne erstmal eine Katze fertig machen. Ach, wir haben keine Köder mehr. Okay. Wir haben keine Köder mehr. Der hat mit Gold bezahlt. Ich will kein Gold. Gib mir Materialien. Ich will mein Café ausbauen. Kann mich trainieren. Erhöht die Qualität des Smalltalks. Das werden wir mal machen. Smalltalk. Du kannst einen Stammgast anrufen. Natürlich, weil wir das ja wollen. Wen wollen wir denn anrufen? Hello? Hier, den hier. Okay, hi. Hi. So. Haben wir gemacht. Psst, 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 psst. Hey, 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 hey.
Aber die scheinen soweit recht zufrieden zu sein, oh, oder? Ah, guck mal, da kommt er angewackelt. Komm, gib Gas, braucht Materialien. Jetzt wird er glücklich, guck mal. Und die Katze hat sich auch noch bei ihm raufgesetzt. Sehr schön. Hallo. Hallo. Er möchte ein Wasser. Warum steht die ganze Zeit dort? So. Okay, hi. Dieser Matteo-Typ lässt mich nicht allein. Wie kann ein Mensch so viele Wörter enthalten? Okay, Katzenklos sind jetzt erledigt. Schalte Kaltgebrühter Kaffee frei, Latte frei, Roboter, was? Rotbier frei? Ich weiß gar nicht, wo ich hier Futternäpfe, Streunerköder. Will dies hier? Ja, ist egal. Dann nehmen wir erstmal das. Katzenlimit erhöhen. Oha! 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 100% Zufriedenheit. Geil! Avel war noch nicht ganz so zufrieden, weil zu wenig Katzen, ne? Das Katzen, dass zu wenig Katzen da sind, das gefällt ihm nicht. Freundschaftslevel ist da nicht sehr hoch, ne? Aber die Hexe war zufrieden. Na, herzlichen Glückwunsch. Gut. Okay, ich wollte sowieso gerade aufhören. Das damit, das war die Cat Café Manager Demo. Ja, am Anfang muss man ziemlich viel selber tun. Dann muss man managen. Ich glaube, auf Sicht, wenn man sich da reingearbeitet hat, ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Man kann bestimmt viel machen und viel schaffen. Mir gefällt es recht gut.